Ich möchte Ihnen hier zeigen, wie ich mit Hilfe der Tabelle und der Funktion Werte in Tabelle eintragen Untersuchungen zum Satz des Pythagoras vornehmen kann. Dazu habe ich mir zunächst mal ein Dreieck vorbereitet. Ich möchte kurz erklären, wie ich das Ganze gemacht habe. Das Problem bei dieser Funktion Werte in Tabelle eintragen, was zum Beispiel hier verfügbar ist, ist, dass wenn ich einen Punkt zum Beispiel hier bewege, er ja im Prinzip beliebig viele Zwischenwerte annehmen kann. Das würde dann dazu führen, dass ich zu einer Bewegung des Punktes C hier zum Beispiel eine recht große Anzahl an Werten bekommen würde. Das würde mir dann aber zu unübersichtlich werden, also möchte ich, dass ich nur ein paar Werte bekomme für die Seitenlängen von A, B und C. Und dazu darf C, also der Eckpunkt C, nur bestimmte Positionen annehmen. Das mache ich hier, indem ich C definiere. Ich zeige Ihnen das mal kurz. Ich klicke C an, den Punkt C an und drücke dann die Taste F3. Und da ist dann die Definition zu sehen. Drehe also den Punkt B um den Winkel Alpha. Alpha ist ja hier der Schieberegler. Also drehe B um den Winkel Alpha mit dem Mittelpunkt M. M ist gerade einfach der Mittelpunkt hier zwischen A und B. Und wenn ich dann den Schieberegler laufen lasse oder bewege, dann kann C also nur bestimmte Positionen annehmen. Ich schalte schon mal hier die Animation ein, weil ich möchte das dann eben durchlaufen lassen und halte sie hier nur an. So, im nächsten Schritt muss ich jetzt festlegen, welche Werte in der Tabelle angezeigt werden. Dazu klicke ich hier rechts auf erstmal A und wähle Werte in Tabelle eintragen. Wenn ich das jetzt so machen würde, würden keine Werte eingetragen werden. Ich muss hier Spurwerte als Punkt kopieren. Und man sieht dann, dass hier oben ein spezielles Symbol erscheint. Das zeigt mir, dass das Ganze dann auch festgehalten wird. Wir schauen uns mal kurz die zweite Registerkarte an. Hier kann festgelegt werden, wo eben die Tabellenwerte eingetragen werden, ab Startzeile 1 hier in diesem Fall. Und ich kann eine Tabellenbegrenzung festlegen, da das hier ja eine beschränkte Anzahl an Zahlen sowieso nur sind, brauche ich das also nicht machen. So, ich ergänze dann noch Werte für B und für C. So, jetzt werden also Werte von A, B und C eingetragen. Ich starte die Animation, damit die Werte notiert werden. Irgendwas klappt hier jetzt leider nicht. Gut. In diesem Fall ist es nicht so dramatisch, weil C ja immer den gleichen Wert hat. So. Ich kann, ja, anhalten brauche ich jetzt nicht. Ich habe es nämlich so eingestellt, dass es automatisch immer nur bis 180 läuft und das Ganze einmal. Im Prinzip brauche ich die Zeichnung jetzt nicht. Das heißt, ich schließe einfach mal die Grafikansicht und kümmere mich jetzt um die Werte. So, Wert C trage ich einfach ein. Der ist ja überall 6, da die Seitenlänge der unteren, also der Hypotenuse in diesem Fall, unverändert bleibt. Jetzt nehme ich Berechnungen vor, zum Beispiel indem ich berechne, wie groß ist a Quadrat. Und wie groß ist b Quadrat? Ich setze hier das oben in Anführungsstriche, weil es nur ein Text sein soll. Und nehme dann die Berechnung vor. Diese Formel hier kann ich kopieren, zum Beispiel auch so.
kann sogar die Formel hier direkt auch wieder verwenden, da die Position sich ja anpasst. Das sind immer 1, 2, 3 nach links und das ist hier eben gerade auch passend. Das heißt, ich kann die Formel nicht nur hier verwenden, sondern ich kann sie auch für C verwenden. Da habe ich jetzt eine Zelle zu viel. So, also hier auch nochmal kopieren und weiter. So, jetzt möchte ich noch die Summen von a Quadrat plus b Quadrat vergleichen mit c Quadrat selber. Das mache ich gerade, indem ich erstmal hier oben die Beschriftung eintrage. A hoch 2 plus b hoch 2. Und die Summe berechne ich, indem ich hier jeweils die Zellen anklicke. So, ich fülle auf. Tja, und interessanterweise kommt ja genau das raus, was wir vermutet haben. Ich denke, das ist eine Möglichkeit, hier den Schülern den Satz des Pythagoras etwas näher zu bringen, eher auf eine entdeckende Art und Weise.